gucke. Hast du es irgendwas mit Steuerrückzahlung gestanden gerade? Ja. Ich fahr zu langsam. Nationaler Sportstar von ausländischer Supermacht mundtot gemacht. Wenn Sport zum Business wird, müssen Athletinnen erst ihre Verträge überprüfen, bevor sie ihre Meinung äußern. Eine reuevolle Entschuldigung wurde einer ausländischen Regierung gegenüber ausgesprochen. Diese hatte an der öffentlichen Befürwortung einer Protestbewegung in ihrem Land Anstoß genommen. Ja, Liberale finden es doof, Patriotinnen finden das doof, Auslandsbeziehungen -5%. Ich bin jedes Mal wieder überrascht, wenn das kommt. Also irgendwie, was für Verträge unterschreiben die Leute und in welchen Ländern arbeiten sie? So mit eingeschränkter Meinungsfreiheit. Dann wären wir wieder nachdem wir schon die Heute-Show hatten, können wir dann auch über das ZDF-Magazin Royal reden mit Dubai. Aber ich meine, da braucht man sich doch nicht wundern, wenn man in so ein Land zieht. Ohne Meinungsfreiheit. Ja. Oder mach ich mir vielleicht auch zu einfach, das kann auch sein. Ja, ich denke, es ist, worauf das hier abzielt, ist das nicht die Geschichte mit der NBA und China? Du, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, weil wir haben dummerweise auf dieser Welt einige Autokratien, die Fußballmannschaften haben, Turniere ausrichten oder Basketball spielen oder was auch immer. Also wir könnten uns auch wahrscheinlich über die Idee unterhalten, die Eishockey-WM in Belarus abzuhalten. Ja. Nee, aber es gab einen konkreten Fall, wo irgendwelche NBA-Spiele, wo es ein paar Schauspiele, in China gab und irgendein Basketballstar oder sogar ein Trainer hat sich gegenüber der Einhaltung der Menschenrechte geäußert. Mhm. Oder zu den Uiguren oder irgendwie sowas. Und China hat gesagt, okay, wir kündigen sofort die Übertragungsrechte, was halt für die NBA Millionen, Milliarden kosten würde. Und der betreffende Mensch wurde dazu verpflichtet, sich zu entschuldigen, wenn mich nicht alles täuscht. Das war sehr, sehr konkret. Das ist, glaube ich, schon 2 Jahre her. Hilf mir, Chat, wenn ihr da irgendwie was wisst. Ich fand das furchtbar, dass es noch sowas in meinem Kopf geblieben ist. Es war furchtbar. Aber ich glaube, das war was in der Richtung sehr konkret, oder? Özil Uiguren? Das ist auch interessant. Mir fällt auch gerade auf, dass in dem ersten Satz auch steht, wenn Sport zum Business wird, müssen AthletInnen erst ihre Verträge überprüfen. Ja. Also man hat auch selber, wie ich finde, sich selbst gegenüber nochmal eine Verantwortung, welchen Vertrag man unterschreibt, das weiß man doch. Und ich finde es auch in diesem Spiel total schräg, dass wir sozusagen das ausbaden müssen. Das immer wieder. Oh, bei mir ist jetzt übrigens gerade das Bild auch weg. Oh. Ich bin schon wieder weg. Ich war schon aber wieder weg. Aber wir hören dich. Und da bin ich wieder. Das ist total gut. Ich sollte also nicht anfangen zu singen oder irgendwelche anderen komischen Sachen machen. Aber ich sehe dich jetzt auch wieder. Das ist auch gut. Okay, schön. Die Unternehmensflucht ist vorbei. Das ist großartig und der religiöse Komplott besteht weiter. Die haben ein bisschen mehr wieder in ihre extremistische Gruppe reinbekommen. Weil wir auch wieder so viele liberale Sachen gemacht haben. Ja, und die Arbeitslosigkeit ist gesunken. Wir haben konstanten Überschuss von... Oh. BIP ist hochgeknallt. Boah. Ach so, weil der Unternehmensexodus weg ist. Ich befürchte, wir müssen aufpassen, dass wir nicht noch eine Inflation kriegen. Das sieht unauffällig aus bisher. Ja, noch. Noch. Ja. Nicht konkurrenzfähige Wirtschaft ist etwas zurückgegangen. Okay. Wie sieht's mit den... Arbeitslosigkeit sinkt leicht. Produktivität ist gestiegen und pendelt da. Okay. Eigentlich wäre... Überfüllte Krankenhäuser gehen zurück. Und Lungenerkrankungen sind auch auf dem Abwärtstrend. Ja.
Wir könnten auch drüber nachdenken, wenn jetzt gerade die Wirtschaft quasi so läuft, an welchen Stellen wir das ein oder andere Wirtschaftsprogramm wieder so ein Stück weit zurückfahren. Und dann würde ich nämlich lieber das Geld nehmen und das in den Gesundheits- und in den Bildungssektor stecken. Also jetzt, wo es halt gerade mal läuft mit diesem Technologievorteil. Ja, gucken wir da mal drauf. Der steigt auch an. Das heißt, wir können hier tatsächlich, hier hätten wir Förderung von Jungunternehmern. Das kostet uns kaum Geld. Subventionen für KleinunternehmerInnen. Fast 640 Millionen. Ich glaube, die würde ich sogar eher lassen. Ich würde, ja. Wir könnten überlegen, ob wir in diese Technologieförderungsgeschichten gehen. Weil die verdienen halt wirklich gutes Geld damit. Also warum sollten sie das nicht auch selber bezahlen? Die haben wir angehoben vor einigen Runden, ja. Und da wir den Technologievorteil haben, würde ich hier lieber ein Stück runtergehen. Irgendwie, keine Ahnung, so 300 Millionen, das muss ja nicht krass viel sein. So ein bisschen. So? Ja, das ist doch hübsch. Ja. Okay, sparen wir hier was ein. Und Horst, die sagt auch, wir haben... Horst, ihr sagt mehrere Sachen. Unter anderem sagt er, wir haben auch noch die Abwrackprämie mit den Autos. Und ja. Er hat vorhin auch im Chat geschrieben, ging es nochmal um Bildungspläne und Kürzungen von Deutsch, Mathe, Naturwissenschaften, um mehr Religion zu machen in Bayern. Da kenne ich mich nicht so gut aus. Ich glaube, was diesen Sektor betrifft, ist Horst deutlich mehr up-to-date, deutlich mit Abstand, als ich. Da würde ich super gerne irgendwann mal mehr drüber wissen. Nur schon mal so, Horsti. Ja, ich will nochmal auf die ethnischen Spannungen. Die gehen langsam runter durch die Sachen, die wir gemacht haben. Das ist schön. Das heißt, das wirkt. Ja, also wir haben hier selektive Schulausbildung. Das ist, welche Schulform wir haben. Wir hätten hier einmal staatliche Schulen. Bezahlen wir mit 7 Milliarden. Und du hast gesagt Gesundheitssystem. Unser Gesundheitssystem ist ziemlich hoch mit 17,4 Milliarden Ausgaben. Lass uns vielleicht nochmal gucken, an welcher Stelle wir bei der Wirtschaftsförderung so ein Stück weit was rausnehmen können. Weil ansonsten, wenn die das Geld auch nicht mehr ausgeben können, bringt uns das auch nichts. Wir können auch überlegen, den Mindestlohn anzuheben, aber wir haben halt nicht in allen Wirtschaftsbereichen diesen Wachstum, sondern vor allem in der Technologie. Und ich habe den Eindruck, dass wir dort ein bisschen Geld rausnehmen müssen, damit da nicht eine Blase entsteht. Für Kleinunternehmer. Wir haben eine Start-up-Kampagne für 45 Millionen. Ja gut, die tut nicht weh. Also Startups, die brauchen das Geld, ist schon okay. Was haben wir hier? Arbeitsrecht. Da würde ich jetzt nicht beigehen, weil das auch kein großer Kostenfaktor ist. Programm für intelligente Zähler. Relativ gering. Ja. Tja. Was ist dieses hier? Mindestlohn. Da könnten wir auch überlegen, ob wir den noch ein Stück hochnehmen. Das muss auch nicht viel sein. So, an diese Grenze hier? Also der kostet einfach super viel politisches Kapital. Und, Ja. Ja, das gefällt mir. Okay. Wir haben viel weniger Wirtschaftsförderprogramme, als ich dachte. Ich habe gedacht, wir haben voll viel Geld reingebuttert, aber augenscheinlich haben wir einfach nur an den richtigen Stellen Geld reingebuttert. Ja, genau. Würde ich auch sagen. Nicht konkurrenzfähige Wirtschaft. Steigt auch wieder durch den Mindestlohn? Ja, aber das kommt eher erst nächste Runde. Das hier war jetzt das war jetzt wahrscheinlich
Nee, Technologievorteil war davor, wo es den Knick nach unten gab. Was das jetzt war, weiß ich gar nicht. Ja gut, wir haben jetzt quasi... Eine Sache, private Justiz. Können wir die abschaffen? Die können wir abschaffen. Bitte. Ich finde, das hat überhaupt nichts in privaten Händen zu suchen. Okay, bevor ich das tue, wir könnten hier für sehr wenig Geld. Was ist denn die höchste Stufe? Ach, hochmodern. Hochmoderne Justizvollzugsanstalten. Also von mir aus können die auch gerne hochmodern sein. Ich finde es total wichtig, dass wir dort diesen ganzen Arbeitsbereich und Ausbildungsbereich und Fortbildungsbereich mit drin haben. Weiß ich jetzt gerade nicht, ob es das ist. Ja, also das erstmal können wir die privaten Gefängnisse abschaffen. Wir können auch, also elektronische Fußfessel, ist vielleicht auch nochmal so ein Ding, aber ich suche gerade was anderes. Wahlrecht für Häftlinge haben wir ganz hoch gedreht, das ist ja schon mal gut. Persönlichkeitsrecht war, das sollten wir vielleicht auch nochmal. Strafvollzug. Wenn wir den Strafvollzug, also hart oder runtergehen, kriegen wir einen Boost auf Bildung. Ja, das finde ich gut. So. Ja, eher in diesem ausgeglichenen Bereich, das finde ich echt gut. Ja. Und dann würde ich damit auch diese private Justizvollzugsanstalten dann abschaffen. Ja. Habe ich dir erzählt, dass ich mal ein paar Monate lang in einer Justizvollzugsanstalt gearbeitet habe? Also wir haben dort Workshops gemacht. Nein, als was? So. Naja, ich komme ja aus der politischen Bildung und es gab so eine Zeit, wo wir dort mit Jugendlichen, die im Knast saßen, Workshops gemacht haben. Mhm. Ich und ein Kollege zusammen. Das war eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte, aber ehrlich gesagt war ich einerseits jedes Mal aufs Neue froh, meinen Ausweis wieder in der Hand zu halten und dann war ich auch, glaube ich, froh, als die halbe Jahr rum war. Also es war auch noch ein Anschlussprojekt, weil sowohl die Inhaftierten als auch die Sozialpädagogen fanden irgendwie gut, was wir da tun. Und ja, das war eine verrückte Zeit. Hab ich lange nicht mehr dran gedacht. Ja, Workshops, politische Bildung im Knast, das war mal spannend. Okay. Horsti ist auch geil. Für rote Socken könnt ihr gut mit Geld umgehen, sagt er im Chat. Herzlichen Dank. Ich bin mir gar nicht so sicher. Also wir können gut mit Geld umgehen, natürlich, in dieser Runde zumindest. Aber ich glaube, wir fahren hier eine relativ ausgeglichene Politik und haben auch die Konservativen und die Religiösen so ein bisschen mit im Kopf. Das ist das, was wir letzte Woche ganz am Anfang hatten, so dieses, ja, ein Schiff kannst du auch nicht sofort drehen, lass uns das mal Step by Step machen. Gucken wir doch mal, wo unser Kompass ist. Wir sind gar nicht so rote Socken. Wir sind ziemlich genau auf der Grenze zwischen sozialistisch und kapitalistisch. Wir bewegen uns langsam in Richtung mehr Liberalität. Aber das liegt auch ein bisschen daran, dass die konservativen Politikvorschläge, also das ist mir auch einfach zu konservativ und zu alt. Also das ist schon nicht mehr konservativ, sondern das ist irgendwie alt. Und ich weiß nicht, ich müsste mich noch mal ein bisschen ernsthafter mit Sozialkonservativismus auseinandersetzen. Aber das hier ist mir wirklich zu hart teilweise an der Grenze. Vielleicht liegt es aber auch an diesem britisch-US-amerikanischen Blick, wo die Republikaner ja irgendwann auch keine, naja, ist jetzt inzwischen eine Trump-Partei und nicht mehr eine konservative Partei. Tja, was machen wir? Ich habe jetzt noch technische haben wir hochgesetzt. Nee, weil das ist schon eine Weile her, dass wir das hochgesetzt haben. Wir könnten mal
Ah, öffentliche Bibliotheken haben wir hochgetan. Das gefällt mir auch alles. Tja. Was haben wir denn hier? Geschlossene Wohneinlagen. Tatsächlich. Kriminalität. Konservative finden das großartig. Vermögende finden das großartig. Für den sozialen Zusammenhalt ist das halt einfach Blödsinn. Ja. Was übrigens auch was damit zu tun hat, dass das so eine eigene Blase ist, dass man ganz automatisch vergisst, dass es auch andere Lebensrealitäten gibt. Und wir spielen ja Democracy. Und wenn du eine Demokratie lebst, musst du dazu in der Lage sein, auf kurz oder lang, andere Lebensrealitäten anzuerkennen. Das gilt für Menschen, die in Großstädten leben, natürlich genauso wie für Leute, die im ländlichen Raum leben. Da muss man halt irgendwann mal hingucken und das auch anerkennen, dass das Leben jeweils individuell und unterschiedlich ist und dass man Politik ja nicht nur für eine Bevölkerungsgruppe machen sollte. Ja. Ich hätte jetzt einen Vorschlag, lass uns die Telearbeitsinitiative noch ein Stück anheben, weil wir haben den technologischen Vorteil. Das können wir gerne, das können wir gerne machen. Allerdings muss ich dann auch dazu sagen, dass es eigentlich Aufgabe des Arbeitgebers ist, auch die Menschen zu Hause so aufzustatten, dass sie da arbeiten können. Also da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde es schwierig, dass Ja. Also hier sehe ich vor allem auch bei dem relativ moderaten Teil, dass wir da nicht subventionieren, sondern dass wir da vor allem auch bei den, hier steht ja Steuereinreize, diese Maßnahme bietet Unternehmen, die diese Option unterstützen, Steueranreize. Also ist das hier tatsächlich auch etwas, dass die Unternehmen das tun? Dann lass uns das tun. Ich finde okay, übrigens auch so den Satz. Oder noch ein Stück höher? So finde ich gut. Okay. Ich finde übrigens den Satz von The Real Panzer im Chat auch total schön. Das ist das, was der Spaßpartei FDP fehlt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Meinst du diese Lebensrealität von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen? Dass sie das nicht wahrnehmen? Oder was meinst du? Hatte ich so gefühlt, so verstanden, ja. Genau, okay. Ich kenne auch wirklich, also das, ich kenne auch gute Leute in der FDP, bei denen das anders ist. Allerdings auch in anderen Parteien. Also es gibt auch wirklich gute Leute in der CDU oder in der SPD. Also es gibt in allen Parteien, in fast allen Parteien, gute Leute. So, wir haben noch 5 Runden bis zur Wahl. Wollen wir die 8 jetzt einmal mitnehmen und dann gucken wir nochmal nach was Teurem, vielleicht nach Steuer, weil unser BIP ist gerade durch die Decke geschossen und die Weltwirtschaft erholt sich gerade. Ja, können wir machen. Oder wir können mal unser typisches, nicht Spritzentauschprogramm, sondern wo das sind denn die Drogen? Wo sind denn die Drogen? Nee, Drogenvollzugsbehörde auch nicht. Wo sind denn die Drogen? Da gibt es übrigens nicht nur Unternehmer und Zahnärzte, es gibt auch Rechtsanwälte und Wältinnen. Oh, Cannabis ist legalisiert. Ja, aber wir haben die Steuer noch nicht eingeführt. Richtig. Steuer auf Freizeitdrogen. Wir können die Drogen besteuern. Die Freizeitdrogen, Auf einem niedrigen Niveau. Übrigens auch spannend, dass die Steuer dazu führt, dass der legale Drogenkonsum nach unten geht. Naja, nun wird dann ja teurer. Drogen halblinks unter der Grenze zu Transport.
Naja, Drogen muss man ja auch. Ich denke, The Real Panzer hat mir Orientierung gegeben, weil ich sie gesucht habe, ne? Ja. Aber ich fände es auch, wenn man das aus einer anderen Perspektive mit links unten unterm Transport, man könnte da durchaus noch eine Verbindung finden. Stimmt, das ist wirklich schön. Ob sich Cliff dabei was gedacht hat? Mit der Anordnung, wie die einzelnen Sachen so nebeneinander stehen? Die sind ja dynamisch angeordnet, wenn wir da jetzt was Neues hinzu, dann werden die neu gemischt. Also das führt immer dazu, dass wir ja, eigentlich meine ich doch auch, Spanien hat eher das portugiesische Modell, dass die noch viel laxer sind, was Drogenpolitik angeht, ne? Also, dass die tatsächlich mehr legalisiert haben. Nicht mehr legalisiert, sondern dass du Straffälligkeit auch bei harten Drogen nicht mehr so hast. Ich muss dazu, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch gefährliches Halbwissen. Aber wir besteuern jetzt erstmal Freizeitdrogen. Genau. Auf einem niedrigen. Weil wir haben sie zugelassen, also wollen wir damit auch Geld verdienen. Genau, so oder so? Ja, wir müssen gucken, dass der legale Drogenkonsum nicht. Ist auch geil, der legale Drogenkonsum geht zurück. Heißt es im Umkehrschluss, dass der illegale Drogenkonsum zunimmt? Nö. Nee, ne? Dann finde ich so einen mittleren. So oder so, wie ich es jetzt hab? Ja, so finde ich es. So gefällt mir das gut. Okay, dann haben wir keine politisches Kapital mehr. Rückgängig. Vertrauenswürdig im Laufe der Zeit. Sie stärken die Wahrnehmung, indem sie ihre Versprechen und Prinzipien wahren. Keine Ping-Pong-Politik betreiben und mögliche Wahlversprechen aus vorherigen Amtszeit einhalten. Was habe ich denn jetzt gemacht? Weiß irgendwas, ich nicht, aber wir haben irgendwas Vertrauenswürdiges. Ja. Nee, irgendwas nicht Vertrauenswürdiges. Wir haben eine Ping-Pong, eine Policy-Flip-Flop gemacht. Echt? Ich weiß aber auch nicht mehr was. Oh, Vorsicht, neue Situation. Umweltverschmutzung. Ach, unser BIP ist durch die Decke geschossen. Heißt das, dass wir jetzt wieder Geld mit der CO2-Steuer verdienen, weil unser CO2-Ausstoß wieder nach oben gegangen ist? Yep. Ja, wahrscheinlich. Und wir haben ein Dilemma. Blasphemie, eine Webseite, die eine der Religionen unseres Landes stark kritisiert, hat an Beliebtheit zugenommen. Geistliche Oberhäupter haben die Seite als Blasphemie bezeichnet und fordern die Löschung. Zudem haben von Regierungsgebäuden gewaltsame Proteste stattgefunden, die eine Reaktion erfordern. Webseite verbieten. Die Webseite enthält anstößige Inhalte. Außerdem dürfen wir die Ansichten unserer ethnischen Minderheiten nicht außer Acht lassen. Es ist völlig nachvollziehbar, die Veröffentlichung derartiger Informationen zu beschränken, da sie zu öffentlichen Ausschreitungen führen können. Die Webseite muss entfernt werden. Nichts tun. Sie können nicht einfach auf die Forderungen einer kleinen Gruppe von ExtremistInnen eingehen, die das Löschen der Webseite verlangen. Bevor wir uns versehen, fordern Kapitalistinnen die Löschung der Online-Archive von Karl Marx. Die freie Meinungsäußerung, auch wenn die Ansichten kontrovers sind, ist eine der Grundfreiheiten unserer Gesellschaft. Also erstmal, ich finde ja, die neuen Argumentationen in diesen Updates sind wirklich unterhaltsamer als ursprünglich. Ja, ja. Und für mich ist der zweite Teil auch ehrlich gesagt schlüssig. Also entweder wir haben den Rechtsrahmen, um Sachen zu verbieten, oder wir haben ihn nicht. Ja. Nur Sachen zu verbieten, weil sie uns jetzt irgendwie nicht gefallen oder so, das wäre mir zu einfach. Genau. Das ist, macht eure eigene Webseite. Und Horsti, vielen Dank, das mit der Rumi, die Optimistin, nehme ich als Kompliment. Okay, dann würden wir nichts tun. Da bin ich auch voll bei. Liberale finden es toll, Religiöse finden es richtig furchtbar. Aber das sind wir ja schon gewohnt. Sag ich jetzt mal. Gucken wir mal. Ah, Engel der himmlischen Gerechtigkeit sind jetzt wieder ein bisschen gestiegen. Echte Patrioten ein bisschen, aber okay. Naja, Popularität ist wieder ein bisschen eingesackt. Überschuss 14 Milliarden. Einfach mal so. Und wir haben jetzt aber ein Umweltproblem. Wo haben wir unsere. Hier haben wir die Umwelt. Zunk.
Und ich nehme an, dass wir deswegen auch was bei... Ja. Wir nehmen jetzt wieder was bei der CO2-Steuer ein. Man kann es auch positiv sehen. Wir haben wieder CO2-Ausstoß, also nehmen wir wieder Geld ein. Ja. Tja. Hilft jetzt im Sinne der Wirkungsorientierung für CO2-Steuer soll gut sein für die Umwelt. Nicht wirklich, aber wenn man das aus fiskalischer Sicht betrachtet, könnte es ja regelrecht Interesse daran geben. Ja, wir haben unglaubliche Einnahmen. Ich will die eigentlich auch gar nicht anfassen. Großartig. Also wir können schon so ein bisschen, dieses Ding mit Bildung hatten wir ja vorhin, da würde ich auch rangehen wollen. Mhm. Aber wir haben halt auch echt hohe Staatsschulden und ich will nicht nochmal wie bei Deutschland in die Situation kommen, also bei dem Deutschlandspiel, wo uns die Schulden so krass um die Ohren geflogen sind, weil wir es einfach nicht mehr decken konnten. Ja. An dieser Stelle hätte ich jetzt einen Vorschlag. Ich würde gerne die 4 Runden noch machen. Bis zur Wahl. Ich glaube, das schaffen wir. Weil mein Vorschlag ist jetzt, wir nehmen die Hälfte vom Überschuss. Also 7 Milliarden ist unsere Grenze. Ja. Und ich hätte jetzt vorgeschlagen, wir machen den Fonds für Klimawandelanpassung um einen Tuck hoch. Das sind 2,2 Milliarden. Ein riesiger Impact, oder was heißt, riesig jetzt nicht, aber minus 3,8 auf Arbeitslosigkeit und sollten wir machen, bleiben 4,7 Milliarden übrig und die zu gleichen Teilen in Gesundheitssystem und Schulsystem? Finde ich total gut. Alles in dieser Konstellation gefällt mir. Achso, Gesundheitsdienst weiß ich gar nicht, ob wir das tatsächlich machen sollten, weil der schon so hoch ist. Ja, der ist schon fast auf Anschlag, ne? Genau, ich hätte jetzt, dann lass uns mal in die Bildung reingehen und ich kann hier gar nicht mehrere Milliarden reinkloppen, sondern eine bis hier zu der Grenze um 1 Milliarde erhöhen. Arbeitslosigkeit und Armut wird dadurch massiv bekämpft, was mir unglaublich gut gefällt. Und dann sind wir schon blank, was politisches Kapital angeht und wir werden immer noch einen ordentlichen Überschuss haben. Mhm. Dann? Ja, und dann werden wir nächste Runde wahrscheinlich die Umweltverschmutzung bekommen und dann würde ich gerne bis zur Wahl genau darauf reagieren, mit Maßnahmen. Okay, das können wir gerne machen. So, Umweltverschmutzung. Hm. Wegen dem starken BIP-Anstieg. Und Wassermangel. Ja. Fonds für Klimawandelanpassung fängt das ein bisschen ab, aber Nahrungsmittelpreise steigen. Wo sind wir da? Wir sind eigentlich ganz gut. Okay, aber Verbesserung der Bonität. Die wichtigsten internationalen Kreditbüros haben die Kreditwürdigkeit ihrer Regierung erhöht. Das sind fantastische Neuigkeiten. Demzufolge sollen die Zinsraten für unsere Schulden sinken. Außerdem können wir eine Zunahme des BIP erwarten, da das Vertrauen ausländischer Investorinnen in unsere Wirtschaft steigt. Unsere kapitalistische Wählerschaft wird erfreut sein. Ihre aktuelle Bonität beträgt jetzt AAA. Wow. Hui. Und wir haben private Weltraumindustrie. Wollen wir das als private Industrie eigentlich haben? Ja, warum nicht? Okay. Es ist Hochtechnologie. Es wäre nett, wenn wir Gesetze erlassen könnten zu Weltraumschrott und hast nicht gesehen. Ah, Horstie hat übrigens das, Smash It von Gaia Sturzflug im Ohr die ganze Zeit mit dem Bruttosozialprodukt. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Hm. Ja. Okay, und die Gig-Ökonomie steht uns bevor. Okay, wir haben einiges, auf das wir jetzt reagieren müssen, wie ich befürchtet hatte.
Tja. Wir haben staatliche Wasserwerke. Dann lass uns da ein bisschen, lass uns da mal Geld reinhauen, weil das auch was mit der Wasserinfrastruktur zu tun hat und damit mit der Wasserqualität und mit der Wasserversorgung und Aufbereitung und so. Wir sind immer noch Überschuss von 11,6 Milliarden, also es ist toll. Wir machen was für die Arbeitslosigkeit damit. Ich hätte das jetzt auf diesem Niveau angehoben, oder meinst du, wir sollen da noch mehr reintun? Also 230 Millionen auf 800 Millionen. Ich wäre sogar noch höher gegangen. Okay. Ja. So 1,3 Milliarden? Ja. Weil ich auch, erstens okay. finde ich, dass Wasser, was ist, zu dem alle Zugang haben sollten, deswegen bin ich kein Fan der privaten Wasserindustrie. Da bin ich jetzt aber ganz bei mir und nicht beim Spiel. Und wenn wir dann das Wasser staatlich aufbereiten, verteilen, wie auch immer, muss das einfach auch in einer guten Qualität sein. Es bringt uns nichts, wenn durch kaputte Rohre uns Wasser wegfließt und es keine Vorgaben gibt. Insofern finde ich das total gut so. Okay. Dann machen wir das mal und jetzt okay, wieder Auffassung, sind wir am Anschlag. Ich sehe jetzt gerade so vielleicht in den bei der Vielfliegersteuer nochmal einen draufsetzen. Oder ist die dir schon zu hoch? Ich würde sie, glaube ich, gerne an der Stelle lassen, weil ich mir nicht sicher bin, ob das für unser Problem jetzt die richtige Stellschraube ist. Okay. Wir wollen ja jetzt, also die eine Variante ist ja, Steuern zu erheben, um Geld zu verdienen. Das hatten wir ja auch schon. Oder aber Steuern zu erheben, um tatsächlich politisch zu steuern, wie bei der CO2-Steuer beispielsweise. Mhm. Insofern könnten wir hier überlegen, ob wir die ein Stück höher nehmen. Ja. Das wäre ja. Warte, wo waren wir? 423 Millionen Einnahmen. 500. 632, also so? Mhm. Oder ruhig mehr? Ich finde es so okay, weil wir dann auch wieder gucken müssen, wen trifft es. Ja. Und ja, wir haben. Und deswegen finde ich das so schon in Ordnung. Okay. Und das Bruttoinlandsprodukt steigt und steigt und steigt. Das ist auch vom Prinzip gut, aber dann hätte ich wenigstens gerne ein gesundes Wachstum. Ja. Wir gucken mal auf Inflation. Keine Anzeichen erkennbar. Ja. Umweltverschmutzung. Könnten wir eventuell hier rein. Das finde ich auch gut, da nochmal reinzugehen. Und Sibyl Panse schreibt, bringt im Chat gerade ein aktuelles Beispiel aus Texas, wo gerade die Stromversorgung zusammengebrochen ist, weil sie einfach über Jahre privatisiert haben. Übrigens, aber spannend ist, dass die ersten Republikaner ja schon schreien, dass es daran liegt, dass die Demokraten an der Macht sind mit dem Green New Deal, wo ich mir denke, warte mal, wie lange sind die an der Macht? 3 Wochen? Ja. Also es ist jetzt noch nicht so wahnsinnig lange. Bringt mich aber auf den Punkt, wir haben doch auch noch nicht nur die staatliche Wasserversorgung, sondern auch die staatliche Elektrizitätsversorgung. Vielleicht könnten wir da auch noch mal reingehen. Wir haben zwar hier nicht die Möglichkeiten, das noch mal ein bisschen breiter aufzustellen im Sinne von Umwandlung erneuerbarer Energien oder so, aber in meinem Kopf haben wir das. Verstehe. Nee, aber wir übrigens tun auch was gegen die Arbeitslosigkeit. Was hättest du jetzt gesagt? 248 Millionen haben wir. Worauf sollen wir rausgehen? 1,2 Milliarden oder höher? Ich finde das gut. Ich finde das gut so. Also es geht ja auch nicht darum, dass dann irgendwie Strom umsonst sein soll. Es geht ja darum, das irgendwie zu refinanzieren, dass alle was davon haben. Übrigens, unsere lokalen Stadtwerke haben inzwischen einen Fonds aufgesetzt, wo man als Mitglied, aber auch jeder andere, Geld anlegen kann für die nächsten 3, 4, 5 Jahre und damit wollen sie den Umbau zu den erneuerbaren Energien finanzieren. Oh, schön. Das ist eine schöne Idee. Fand ich auch ganz,
Fand ich auch total spannend. Und wenn man Kunde bei denen ist, hat man einen besseren, bessere Zinsen, höhere Zinsen. Ah, okay. So, und dann sind wir jetzt schon wieder blank, weil wir auch auf diese Sachen reagieren müssen. Das heißt, nächste Runde.